Hi, ich bin Gary Jenkins und willkommen zur Faszination der Ölmalerei. Dies ist eine brandneue Staffel für euch und wir werden wirklich viele tolle Sachen darin machen. Wir werden Wasserfälle, einen Tiger, einen Blau- und Goldaarer und außerdem meine Lieblingsblume malen. Ihr, liebe Zuschauer, wisst, was ich gerne male, die Rose. Und wahrscheinlich wird ein Klatschmohn auch am Ende dabei sein. Doch lasst uns jetzt einen Blick auf das Bild werfen, das wir dieses Mal malen wollen. Schaut euch das an. Wow! Wir werden eine rote Rose malen und eine weiße Rose. Ich habe mich dafür entschieden, eine rote Rose zu malen, denn, ihr lieben Leute, ihr wisst, wenn ihr jemals mit Rot gemalt habt, dass dies die schwierigste Blumenfarbe überhaupt ist, mit der man malen kann. Also wir werden heute eine rote und eine weiße Rose malen. Schauen wir uns zunächst die Leinwand an, an der ich heute arbeite. Jetzt habe ich einen Farbton hier drauf. Und jetzt wird's verrückt. Meine Frau und ich haben nämlich unser Schlafzimmer gestrichen und dabei Farbe übrig behalten. Ihr alle hattet doch schon mal Farbe übrig, nachdem ihr eure Küche oder das Wohnzimmer gestrichen hattet. Und hinterher habt ihr die Farbeimer genommen und in die Garage gebracht, wo sie dann über 20 Jahre lang herumstanden. Nun, bei mir war es so, dass ich durch mein Atelier gegangen bin mit diesen knapp 2 Litern Farbe und ich betrachtete meine Leinwand und dachte, warum sollte ich nicht die Farbe für eine Grundierung verwenden? Nun ist dies hier einfach nur gewöhnliche Acrylfarbe auf Wasserbasis zum Streichen von Wänden. Also diese Farbe haben wir jetzt hier drauf. Was für ein Farbton das ist? Keine Ahnung. Das ist so eine Art gedecktes Blassrosa, eine warme Farbe. Also, geht rüber in eure Garage, holt all die übrig gebliebene Farbe raus, die noch herumsteht, und grundiert damit eure Leinwand. Das Tolle daran ist, wenn ihr das Bild einrahmt und später an eine Wand hängt, die in derselben Farbe wie der Bildhintergrund gestrichen ist, dann sieht es so aus, als sei das eine Art Sonderanfertigung, die eigens auf euren Wohnbereich zugeschnitten ist. Das ist großartig. Außerdem werdet ihr viel Geld sparen, indem ihr Farbreste aufbraucht, für die euch sonst keine Verwendung eingefallen wäre. Diese Leinwand ist zudem mit einer dünnen Schicht Leinöl grundiert. Und ihr werdet gleich sehen, wie sich die Farbe, die ich auftrage, auf die bereits vorhandene Farbe auswirkt. Lasst uns beginnen und das hier miteinander mischen. Das ist ein Borstenpinsel und das hier ist eine ultraglatte Leinwand. Ich werde etwas davon hier auftragen und ich nehme noch etwas mehr Lila. Ihr habt ja bemerkt, wie ich den Pinsel halte. Ihr erinnert euch, beim Malen halte ich ihn so. Okay, und wenn ich jetzt aber damit hier rüber schrubbe, halte ich ihn so. Und ich schrubbe die Farbe hier drauf. Und egal, welche Farbe ihr wollt, malt mit Gefühl. Wir tragen noch etwas auf. Und schaut euch diesen Orange-Touch an, den ich hier auftrage. Ja, einfach irgendwie draufschrubben. Nehmen wir noch, was haben wir noch? Eine Spur Orange und Gelb. Wow, ihr wisst, wie sehr ich kräftige Farben liebe. Einfach draufklatschen, Darling. Hau sie drauf. Also, wenn das jetzt ein bisschen plump aussieht, nehmt euren Mischpinsel. Erinnert euch, dass Leinöl auf der Leinwand ist und verwischt die Konturen irgendwie. Seht ihr das? Oh, was ist das? Nein, ich dachte, das ist ein Haar. Okay, jetzt wollen wir dafür sorgen, dass wenn wir dieses Zeug, die Farbe hier auftragen, dass wir genug davon draufpacken. Denn ich will nachher nicht noch zwischen den beiden Blumen mit dem Farbauftrag hin und her springen müssen. Deshalb will ich die Farbe jetzt so vollständig auftragen, dass das nachher wirklich cool aussieht. Das hier ist rosa. Tragen wir davon etwas auf. Rosa. Und welche Farbe noch? Nehmen wir noch etwas Gelb und Orange. Boom! Malt das hier hin und bringt es zum Singen. Und wichtig, wirkt euren Pinselstrich nicht ab. So wirkt ihr ihn ab. Wenn ihr an die Leinwand geht, malt so. Macht das nicht so. Fasst den Pinsel weiter unten an, denn so lässt es sich malen. Ich habe hier rote Pinselstiele, sodass ihr gut erkennen könnt, wie es aussieht, leidenschaftlich zu malen. Malt ein paar Kostbarkeiten ins Bild. Schaut euch dieses helle Schmuckstück an. Jetzt wird sich das Auge des Betrachters immer die Stellen mit den hellsten Kontrastwerten aussuchen. Betrachtet die Leinwand und versucht, hier dran vorbeizusehen. Es wird euch nicht gelingen, denn das Auge, vielleicht schaut es hier zuerst hin, aber dann wird es umherschweifen und schließlich an der hellsten Kontrastwertstelle hängen bleiben. Jedes Mal wieder. Ich trage weiter auf und manchmal braucht es einen hellen Touch. Achtet darauf, wie ich das einfach nur einschrubbe.
dann nehmt ihr ein Papierhandtuch und verwischt das. Hintergründe sind ganz wichtig. Viele Leute vernachlässigen den Hintergrund tendenziell. Okay, legen wir den hier ab und greifen uns... Das hier, Leute, sind alles wunderbar synthetische Pinsel. Und ich werde euch zeigen, wie man damit die Blütenblätter einer Blume entstehen lässt. Denn sie entstehen mithilfe dieser scharfen Kante. Wenn euer Pinsel keine solche scharfe Kante hat, dann werdet ihr ein Problem haben. Also achtet darauf, wie die Borsten hier zusammenlaufen. Ich will euch etwas zeigen. So könnt ihr gut erkennen, ob ihr einen guten Pinsel habt. Direkt hier über der Zwinge drückt ihr die Borsten zusammen. Dabei sollten die Borsten direkt über dem Metall breit sein und desto dünner werden, je weiter sie nach oben gehen. Dieses vom Dicken zum Dünnen führt dazu, dass sich die Borsten nach oben hin zuspitzen. Und es sorgt für den Erhalt der harten Kante. Nun, zum Malmittel. Ich verwende ein wenig geruchlosen Verdünner. Wenn ihr den verwendet habt, achtet darauf, Leute, den Deckel hinterher wieder drauf zu machen, denn ihr wollt ja nicht, dass sich die Dämpfe überall um euch herum ausbreiten. Und das hier ist Leinöl. Okay, also, stippen wir den Pinsel in den Verdünner nur ein bisschen. Und wir werden dann, das hier ist schwarz und ich habe etwas weiß dazu getan und beides zu grau vermischt. Nehmen wir also grau und gehen hier nach oben, um damit unsere weiße Rose auf die Leinwand zu bekommen. Jetzt interessiert mich nicht, was in der Mitte passiert, denn mich interessiert nur der Außenrand. Beachtet, wie leicht das geht. Nun, die Rose ist die Blume, die am schwierigsten zu malen ist. Deshalb verrate ich euch einen wirklich einfachen Trick, eurem Bild ein professionelles Outfit zu verleihen. Nehmen wir also, das hier ist gelb und orange. Also tragen wir hier, nein, wir nehmen noch mehr orange. Und malen wir das in die Mitte der Blüte. Huh, das knallt ziemlich rein. Wäscht euren Pinsel aus und beachtet, wie ich die Farbe verteile. Und zwar so, wie sich die Rosenblüte räumlich ausgerichtet hat. Und jetzt wird es Zeit, auch hinter der Rose Farbe zu bekennen. Der Blütenbauch, dieser ist der Bauch, das zeige ich euch gleich. Also nehmen wir etwas mehr Orange und tragen wir das hier auf. Zack! Knallt das nicht rein? Hey, ihr wisst, dass wir Ölfarbe verwenden. Malen wir damit und lassen wir es geschehen. Jedes Mal, wenn ich, also nicht jedes Mal, aber doch meistens, wenn ich durch die Straßen gehe, wo sie Wachsstifte verkaufen, öffne ich eine der Schachteln und schnuppere an ihnen. Und schon bin ich zurück in meiner Kindheit, als ich noch Malbücher ausgemalt habe. Und diese Stifte haben all diese wundervollen Farben. Kommt näher ran, damit wir uns die wundervollen Farben ansehen können, die wir in einer Schachtel Wachsstifte finden. Ja, jetzt seht euch die Farben an. Wenn wir hier malen, verwendet ihr, liebe Zuschauer, doch nur ein paar wenige dieser Farben. Deshalb will ich euch beibringen, beim Malen viele Farben einzusetzen. Lernt dabei, locker und frei zu agieren, so wie es war, als wir noch klein waren und Malbücher bunt ausgemalt haben. Also vor noch nicht allzu langer Zeit war meine Enkelin bei mir zu Besuch. Und dabei haben wir uns auch mit Malbüchern beschäftigt. Sie gab mir einen Wachsstift, nahm selbst auch einen und malte außerhalb der Linien. Ich habe gesagt, nein, 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 du solltest mit dem Stift innerhalb der Linien bleiben. Und sie fragte, warum? Und ich wieder, das weiß ich nicht. Und so fingen wir an zu malen. Es gab in diesem Malbuch einen Glatzkopf, dem habe ich einen fröhlichen Ausdruck ins Gesicht gemalt. Und meine Enkelin ließ Flugzeuge durch die Luft sausen. Ich malte eine Sonne, obwohl es im Buch gar keine gab. Wir haben uns überall ausgebreitet außerhalb der vorgegebenen Linien und hatten unseren Spaß dabei. Also, lautet die Lektion für heute, haltet euch nie innerhalb vorgezeichneter Linien auf und habt euren Spaß mit den Farben. Bleiben wir dabei locker und frei. So wie meine Enkelin, wenn sie mit ihren Stiften in den Malbüchern malt. Gehen wir jetzt an die Palette, um etwas Grün zu mopsen, auch etwas Sienna. Und hier bringen wir etwas Dunkles auf die Leinwand. Also seht ihr dieses Kreuz und Quer und diese Lockerheit? Ich will in euren Bildern nachher nicht dieses gefummelte kleine Zeug sehen, das keinen Spaß macht. Bleiben wir locker und frei.
Lasst es geschehen. Seht euch das an. Könnt ihr das Grün sehen, wie es auf dieses Weiß trifft, das wir hier aufgetragen haben? Seht ihr die Veränderung der Tonwerte? Wir arbeiten uns vom Dunklen zum Hellen vor. Und ich habe mir eben kein Weiß genommen, sondern das hier ist Nass-in-Nass-Technik. Gehen wir hier mal damit nach oben. Mein Pinsel wird zu einer hübschen Kante. Oh, beobachtet mal die dünne Linie, die wir damit hinbekommen haben. Gut, nehmen wir hier unten etwas Phthalogelb-Grün und Saftgrün auf und wir werden die Farbe einwackeln. Ich werde meinen Pinsel auswischen, denn ich will nicht zu viel Farbe drauf haben und neige die Borsten diagonal nach hinten. Sieht das Blatt? Machen wir das nochmal. Wackeln, Druck weg. Seht, wie das geht. Hier noch eins. Diagonal nach hinten. Und nun lass zu, dass die Farbe auf dem Pinsel weniger wird. So entstehen nämlich einige helle Kostbarkeiten. Hier könnt ihr etwas mit dem Gewackel rumspielen. Und nun, wie erreicht ihr dieses Wackelwackelblatt? Stopp! Du arbeitest zu schnell. Schalte einen Gang runter und zeig mir, wie man diesen Strich hinbekommt. Seht, ich drücke auf, wackele, Druck weg und dann hier raus. Das geht 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So als tanzten wir ein Menuett. Und was machen wir die ganze Zeit beim Malen? Wir tanzen Menuett auf der Leinwand. Da ist nämlich Bewegung im Spiel. Wir haben einen Tanz auf dem Gemälde. Wir haben Bewegung, wir haben Kurven, wir haben Rhythmus. Ja. Gehen wir jetzt hier oben dran und malen wir diese Blume weiter. Ich wische den Pinsel aus und dann nehmen wir etwas Weiß auf. Das ist Titanweiß. Warum Titan? Das ist das weißeste Weiß, das es gibt. Und das wird uns einige wunderbare Lichtreflexe bescheren. Das hier nennt man den Bauch der Rose und wir ziehen mit dem Pinsel hier drum herum. Seht, wie sich das Licht hier spiegelt, das von oben einfällt. Wir könnten hier vielleicht wieder die Rundung betonen. Und seht euch das an. Seht ihr, wie ich mit dem Pinsel hin und her wackele? Nun gebt acht. Ich habe hier eben noch einmal nach unten gelangt, um mir etwas mehr Weiß zu nehmen und um dieses Blütenblatt zu malen. Und seht, wie das geht. Und hier ist noch eins. Jetzt seht ihr, wie wichtig ein Pinsel mit harter Kante ist. Denn wenn der Pinsel so etwas nicht hätte, dürfte das hier unmöglich sein. Okay, jetzt Weiß. Gehen wir hier oben ran und schälen das raus. Und jetzt gehe ich einfach suchen und hervorholen, suchen und hervorholen. Und das Beste ist natürlich, wenn ihr echte Blumen als Vorlage habt. Also legt sie vor euch hin und malt die Blütenblätter. Das hier ist die dunkle Seite, denn ich will es hier nicht zu hell haben. Also nehmen wir noch etwas mehr Weiß und tragen wir das mit der scharfen Kante auf. Seht ihr, wie ich das reintupfe? Vielleicht sollten wir diese Ränder hier irgendwie verwischen, denn ihr wollt ja nicht überall scharfe Konturen haben. Und wenn ihr die Konturen verwischt, bringt das etwas Geheimnisvolles in euer Bild. Das hier ist ein leicht verkürztes Blütenblatt. Und hier ist noch eins. Ah, apropos verkürzt. In einem meiner Malkurse ist es mir mal passiert, dass eine Teilnehmerin aufstand und sagte, verzeihen Sie, was ist eigentlich mit dem ersten, zweiten und dritten von vier kurzen Blättern los? Sie sagten doch vier kürzte, also vier, wo sind die anderen drei? Ich habe dazu nichts weiter gesagt. Keine Ahnung. Scheint so zu sein, dass es mehr Verkürzte geben sollte. Aber es gibt keine ersten, zweiten und dritten. Seht, wie das geht. Jetzt seht euch an, wie ich den Blütenrand forme. Ich nehme den Pinsel, drücke nach oben und ziehe dann runter. Kurz nach oben, dann runter. Und dadurch bildet sich ein kleiner Grat. So, das liegt hier im Schatten. Wir wollen da nicht viel Licht hineinbringen, aber wir können an den hellen Teil gehen und uns etwas Weiß rauspicken. Und damit gehe ich an dieses Blütenblatt hier. Drücke und ziehe runter. Seht ihr, wie sich die Ränder kräuseln? Das ist sehr subtil, ihr Lieben. Und das soll jetzt nicht heißen, schaut mal, wie clever ich bin. Ich habe einen gekräuselten Rand hinbekommen. Nein, beachtet, wie das hier verblasst und ausklingt. Fahrt doch mal mit der Kamera zurück. Ich möchte, dass man die vollständige Rose sieht. Denn dieser Teil der Rose verblasst allmählich zum Hintergrund. Und ich widme mich dem Hintergrund und zwar sehr subtil, dass einige Blütenblätter nach rechts hin verblassen. Okay, fahrt mal mit der Kamera zurück, denn hier gibt es manchmal Probleme. Die Leute wollen Rot auftragen,
Aber wenn Sie sich dann dem Glanzlicht widmen, verwenden Sie so viel Weiß, dass sich die Rose dadurch rosa färbt. Also, darauf müssen wir achten. Nehmen wir etwas Purpur, also eine kleine Spur davon. Ich trage natürlich auch etwas Leinöl mit auf, aber nur ein bisschen. Und dann gehe ich hier dran und male zunächst etwas Dunkles. Seht ihr, wie ich im hinteren Bereich den Pinsel drehe? Diese Seite nach oben. Ich trage nur Farbe auf. Das hier ist eine wichtige Farbe, Cadmium Hellrot. Ich trage das jetzt hier auf und wir deuten damit einige Blütenblätter an. Seht ihr, wie die Rose an Gestalt gewinnt? Und wir haben noch nichts gemalt und doch hat die Blume dazu gewonnen. Und sie wächst und gedeiht unmittelbar vor euren Augen. Jetzt nehmen wir noch etwas Purpur und verdunkeln das hier. Ja, ruhig noch etwas mehr Purpur. Purpur ist eine wundervolle Farbe. Ein bisschen Dunkles hier hinten. Ja, lasst uns das mal etwas abdunkeln. Hier unten am Bauch der Blüte. Vielleicht etwas dunkler hier. Ja. Jetzt habe ich Purpur, aber ich will, dass das Purpur etwas dunkler wird. Ich füge also nur eine Spur Schwarz hinzu. Schwarz. Aber nicht zu viel davon. So, jetzt gehen wir hier dran. Ja, das ist die richtige Farbe. Seht ihr das? Seht ihr, wie ich das nur auftupfe? Ich tupfe hier und spüre dabei die Rundung der Rosenblüte, spüre die Blütenblätter. Und ihr seht, dass ich es damit nicht übertreibe. Schaut, wie wichtig die dunklen Stellen sind, um die Blüte deutlicher hervorzuheben. Ja, wie gesagt, hier geraten viele in Schwierigkeiten. Sie wollen, dass sich das Licht auf der Rose reflektiert. Was machen sie also? Sie nehmen sich weiße Farbe und rot, daraus entsteht rosa und zack, das Rot ist verschwunden. Okay, nehmen wir Cadmium, hellrot und weiß. Aber nicht viel weiß, nur ein bisschen. Sehen wir uns mal an, was das bewirkt. Seht ihr? Nur ein bisschen. Wir nehmen noch etwas mehr und tupfen das rein. Nicht zu viel, sonst wird es rosa. Einen Hauch davon hier und einen hier. Touch here, a touch there, a touch. Boom, boom, boom. Ja, ja. Seht ihr, wie wichtig das ist? Seht ihr, wie ich den Pinsel aufgedrückt habe? Die Borsten sind zunächst platt gedrückt, dann habe ich den Pinsel nach oben gezogen mit der flachen Seite und mich dort reingeschlichen. Wir haben auf dünne Farbe dicker aufgetragen. Eine gute Sache. Ja. Jetzt singt eure Rose. Sie sitzt einfach da. Mein Tipp, fummelt nicht so viel an eurem Bild rum. Ich gebe ja Malkurse und manchmal sehe ich eine wunderschöne Blume. Nach 5 Minuten ist sie verschwunden, weil verschlimmbessert wurde. Friemel, friemel, fummel, 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 fummel. Mach das bloß nicht. Wenn die Blume gut aussieht, dann steigt aus. Nehmt dann ein schönes Grün, Saftgrün, ein schönes dunkles Grün. Und das verwenden wir jetzt. Aber das Wichtige hierbei ist nicht die Farbe, sondern die Pinseltechnik. Seht, wie ich den Pinsel drehe und wende. Drehe und wende. Dort sprießt etwas hervor, ein schönes Blatt, das da rauskommt. Und wir winkeln die flache Seite wieder an, ziehen schräg nach oben, dann runter. Und vielleicht kommt auch ein Blatt hier unten dazu. Ein bisschen wackeln und seht zu, dass die Blätter schön locker geraten. Nehmen wir unser Phthalo-Gelbgrün. Was für eine schöne Farbe. Gelb. Hier unten haben wir eine komplette Farbpalette, einen Acker voller Diamanten. Wir können einfach nur damit spielen, Freunde. Schaut euch das an. Meine Lieblinge, malen wir das da rein. Oder malen wir das da rein. Boom. Grün ist die Komplementärfarbe von Rot, also werden wir damit malen. Nehmen wir unser Grün und Sienna. Und wir gehen hier dran. Und dann stehen hier Babyknospen, die ein bisschen umher schweben. Das hier sind Mama und Papa, also sollten wir auch Babys haben. Dann nehmen wir einen anderen Pinsel. Gehen wir damit runter auf die gute alte Palette. Das ist übrigens ein Katzenzungenpinsel. Was ist das? Das ist ein Pinsel mit abgerundeten Ecken. Ja. So, noch einmal, schaut euch die scharfe Kante des Pinsels an. Dieser Pinsel, den hat man Hitze behandelt, sodass die Pinsel diese scharfe Kante behalten. Das sind wirklich wunderbare Pinsel und synthetische Borsten. Und wenn ihr gut auf die Pinsel aufpasst, dann bleiben sie euch für ganz lange Zeit erhalten. Jetzt, da wir uns einen Pinsel mit scharfer Kante genommen haben, werden wir einen Blumenstängel malen. Hier
haben wir noch einen. Und in einer Minute entstehen hier unten kleine Blumen. Widmen wir uns aber zunächst den Knospen. Let's get on these buds. Wir nehmen uns etwas Purpur und Rot und malen noch kleine Knospen rein. We'll take our green und wir nehmen unser Grün und malen es oben drauf. Und in einer Minute entstehen da rechts noch wunderschöne Geranien. Ja, vielleicht auch noch eine. Und vielleicht sprießen da noch ein paar kleine Dinger hervor. Und nehmen wir uns noch einmal unseren anderen Pinsel. Nehmen wir unser Grau und wir malen noch einige Blätter mit dazu. Das machen wir noch etwas dunkler, aber unsere Blätter sollen grau bleiben. Warum? Weil diese Blätter im Hintergrund bleiben sollen. Denn ich will nicht, dass sie ins Auge springen. Das ist wichtig. Sie umrahmen die Rosenblüte gewissermaßen. Und noch eine. Hier unten. Also jedes Mal, wenn ihr Blätter rings um eine Blume malt, müsst ihr das hier farblich markieren, um die Blätter nach hinten zu versetzen. Die Blüte hat sogar das Grau aufgenommen. Schaut euch das Grau an, das sie aufgenommen hat. Könnt ihr das Grau sehen? Das ist schon cool. Hm? Lasst uns noch die Geranien auf die Leinwand bringen. Geranien malt man mit dem Katzenzungenpinsel. Wir beginnen mit Alizarin Crimson. Sieht nur, wie einfach das geht, weil der Pinsel abgerundet ist, malt er die Blütenblätter für euch wie von selbst. Und jetzt malen wir zunächst in den dunklen Bereich hinein. Hier unten haben wir noch einen. Seht ihr? Dann haben wir eine kleine verkürzte Version hier oben. Vielleicht sollte hier unten noch etwas rausgucken. Aber das sollte ganz locker und frei geschehen, denn wir wollen ja nicht innerhalb der vorgezeichneten Linien malen. Wir wollen Spaß haben. Hey, warum sollen nur Kinder ihren Spaß haben? Als ihr noch zur Schule gegangen seid, da hattet ihr euren Spaß beim Malen. Ihr habt euch eure Wasserfarben genommen, ihr habt Mama und Papa gemalt oder gezeichnet und ihr hattet euren Spaß. So, hier haben wir Cadmium Hellrot. Also lasst uns die wunderbare Zeit rekapitulieren, als wir noch klein waren und gemalt haben. Schaut euch das an. Könnt ihr das sehen? Vielleicht hat meine Hand die Sicht versperrt. Also könnt ihr das sehen? Schaut euch die Glanzlichter an. Hier. Boom, boom, boom. Aber übertreibt das Ganze nicht. Sagt, was ihr zu sagen habt und zieht euch dann zurück. Okay, also lasst uns... Ich habe gerade meinen Pinsel weggeschmissen, aber das macht nichts. Ich nehme einfach einen anderen. Wenn ihr einmal euren Pinsel unbeabsichtigt durch den Raum schleudert, wie ich das eben gemacht habe, heißt das, dass ihr ihn richtig gehalten habt, denn er muss ganz locker in eurer Hand liegen. Also malen wir noch kleine Blütenstempel hier rein. Wir werden wahrscheinlich jetzt nicht alles fertig bekommen, aber ich verspreche euch, das fertige Bild könnt ihr im Begleitbuch zur Sendung finden. Denn es ist ziemlich schwierig, alles in einer Folge zu Ende zu bringen. Aber ich will, dass sich das überschneidet. Jetzt seht euch das an. Wir gehen hier dran und verdecken so die Rose im Hintergrund und seht, was jetzt passiert ist. Es hat gerade diese Blume nach hinten verschoben. Und vielleicht sollten wir noch ein paar Blätter reinmalen. Wenn ihr dabei seid, eure Blume fertig zu malen, verschönert sie. Wenn ihr das ganze Bild noch einmal abchecken wollt, vergewissert euch, dass ihr nichts vergessen habt. Aber erinnert euch, dass dieses Bild im Buch abgebildet sein wird. Denn ich schaffe hier nicht alles. Ich will diesen Part hier noch dunkler haben. Seht euch das Dunkle hier an. Das sind die Grundfarben. Erinnert euch, wenn ihr euch meine Sendung angesehen habt. Das ist so wie mit Musikinstrumenten. Die dunklen Farben sind euer Bass. Und dann habt ihr die Violinen, die ins Bild kommen und anfangen zu spielen. Und sie schlagen hohe Töne an. Boom, 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 boom. Schaut euch das an. Könnt ihr den Rhythmus hören? Könnt ihr ihn sehen? Holt euch ein paar Blumen. Geht nach draußen und pflückt euch eine Rose. Bringt sie rein und seht sie euch genau an. Ich könnte hier noch etwas mehr machen, aber verflixt, ich will euch das hier zeigen. Geht nach draußen, wenn möglich. Wenn ihr keinen Rosengarten habt, kauft euch ein paar Rosen. Geht ihr mal dicht mit der Kamera dran. Ich will, dass sich jeder von euch zu Hause mal eine Minute Zeit nimmt. Seht euch das an. Seht euch das an. Seht euch die wunderschönen Blumen an. Werft einen Blick auf ihre Blätter. Pfingstrosen. Das wäre eine wirklich wunderbare... Nein, seht euch jetzt die Blumen von unserem Bild im Hintergrund dazu mal an. Das sieht doch cool aus, oder? Ich sage euch, ich liebe, was ich tue.
Keine Ahnung, vielleicht bin ich so gestrickt, wie ich bin. Wirklich, ich liebe, was ich tue, vielleicht geht's euch ähnlich. Also, vergesst nicht, ihr da an dem Bildschirm stehen zu bleiben und an den Rosen am Wegesrand zu schnuppern. Bis zum nächsten Mal und bye bye.